IDB heißt er hier, in der, ich weiß gar nicht, ob das eine Studie ist, ob der fertig ist, aber auch hier wieder mal dieses Mintfarbene, damit willst du aber nicht freiwillig auf dem Platz stehen, da bist du der Star am Platz. Ja, weiß ich jetzt nicht, ich sag mal, ne, auffallen um jeden Preis, dann bist du mit dem Auto auf jeden Fall richtig unterwegs. Ich finde es von der Optik jetzt gar nicht so schlecht, es passt halt zum ID.Buzz, das ist halt so ein Auto, wo halt solche Farben halt einfach, ja, dazugehören. Guck mal hier, das ist ein richtiger Ausbau und wie man leicht erkennen kann, ist das hier eine Sitzbank, die du zum Bett machen kannst, die wird eingeschoben. Ja, auch hier wieder, ne? Also man muss echt sagen, also ich meine, klar, das ist ein elektrisches Auto, da hat man eh wahrscheinlich nicht so das Stromproblem, zumindest wenn man steht, aber das scheint jetzt gerade echt ein Trend zu sein, der zieht sich ja einmal hier so durch, ne? Es riecht ganz lecker hier dann. Genau, es riecht... Es riecht so nach Öl. Ja, Öl, ich hätte es nicht nach Öl, Holz hätte ich es. Holz, ja, so Holz, geöltes Holz. Genau, geöltes Holz, das kann sein, ja, tatsächlich. Es riecht so nach Kindertagesstätte so ein bisschen. So. Ja, auch hier siehst du, ne, klar wieder, ne, schön alles ausgefräst, schön für ums Gewicht zu sparen halt. Mich würde jetzt mal interessieren, was so ein Auto wiegt. Der ist ja schon als ID.Buzz, also nur rein elektrisch, schwer. Mega schwer. Da wird der mit Sicherheit schon irgendwie 2,5, 2,6 Tonnen wiegen oder guck, so. Guck mal, da hinten ist so ein Brett, das kannst du wahrscheinlich rausziehen. Andreas, magst du mal probieren? Das hier, meinst du? Ja. Mit Sicherheit, ja. Das wird dann irgendwann mal wahrscheinlich Tisch werden oder so. Aber vielleicht kommt ja mal irgendeiner, der uns das erklärt. Aber ich denke mal, das ist ja auch nicht schlimm. Das kriegen wir auch alleine ich hin. Ich glaube, das ist ein Tisch, ja. So, da sind wir, die Firma Nordven.